Willkommen zur Popshow. Wir haben heute den Gin? Green Goblin. Wie heißt er auf Deutsch? Sehr Gnome? gut. Jetzt fängst du mit Gnome an. Nein, es Ich ist habe ein anderer, gell? Das ist ein anderer. versucht, dir beizubringen, was der Unterschied zwischen Hobgoblin und Green Goblin ist. Jetzt fängst du mit Gnome an. Okay, Ja, also, in Deutschland kannst du eins nach dem auch. anderen, eins nach dem anderen. Also, Du es kannst es gibt auch der den Gnome sagen. Green Goblin und du hast mir vorhin gerade Den gesagt, der Hobgoblin. darf man nicht verwechseln mit dem Hobgoblin. Richtig. Und Was ist denn der Unterschied zum ich habe jetzt die Hobgoblin? deutschen Synchronisationen jetzt nicht recherchiert, sondern Gut, ich dann bleibe bleiben auf wir beim Englischen. dem englischen Original. Was ist denn, wie sieht denn der Hobgoblin aus? Oder was ist der Unterschied Den zum Green Goblin? erkennst du hauptsächlich an, der hat mehr Orange. Den kennt man aus der Zeichentrickserie Spider-Man aus den 80er, 90er Jahre. Hat die orange Kappe, der hat einen ganz anderen Hintergrund. Das ist dazu die klassische Figur. Die gab es Gut. schon in den 60er Jahren. Und gibt es denn vom Hobgoblin auch noch Funko? Ich sag mal so, bestimmt. Nur noch nicht Ich jetzt. könnte jetzt nicht sagen, also wir haben keine im Laden, von daher ist es völlig irrelevant. Völlig Okay. irrelevant. Ja, ist nur, weil laut viele anscheinend nach dem Hobgoblin fragen, aber eigentlich den Green Goblin nicht. Wahrscheinlich meinen sie den Green Goblin. Okay, also. Es gibt natürlich die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Chase-Variante davon, oder? Es gibt eine Chase-Variante, das ist richtig. Wobei die ist schwierig zu bekommen, weil es gibt da die Chase, wo wir 1 zu 6 haben, wo wir also mehr oder weniger gezielt bestellen können, wenn wir ganzen kistenweise bestellen. Dann ist eine Bei dabei, dem sicher. geht es allerdings nicht, weil das ist wirklich völlig zufällig. Also es kann sein, dass wir irgendwie 40 Kisten bestellen und einen haben oder drei haben oder auch keinen haben. Also deswegen können wir den auch nicht zum Vorbestellen anbieten, wie wir das manchmal bei anderen können. Also der ist wirklich reiner Zufall, wenn man einen Chase kriegt. Also Und was hat der? Der ist Metallic. Der ist dann. der ist metallic. Wir hatten einen gehabt, genau. Und der war natürlich auch gleich weg. Okay, und wie viele Boxen hat er da kaufen müssen, dass er Metallic dabei war? Ich glaube, zwei oder drei hatten wir gekauft. Ja. Und da war einer dabei. Ja. Hätte ich ja gern gesehen. Ha, schade. Aber Ja. klar, sofort weg. Schön. Genau. So, dann war deine Frage vorhin, bevor wir das Video angemacht haben, warum hat er Genau, warum hat er Kürbisse? diesen Kürbis in der Hand? Das nennt man einen Jack-O-Lantern. Das sind diese Kürbislaternen. Das sind die, wo man an Halloween doch irgendwie Genau. rumträgt, oder? Er gilt, es ist eine Horrorgestalt eigentlich. Damals in den 60er Jahren war er noch ein bisschen mehr an Kindern orientiert und nicht so an Erwachsene und Jugendliche. Das heißt, er hatte auch ein Fluggerät, das sah aus wie eine Fledermaus. Er hatte auch Geisterbomben und sowas. Also sehr am Halloween orientiert. Und auch sein ganzes Gehabe mit diesem Gelächter und so, Okay. aus den dunklen Schatten und so. Also das ist eine Art Bombe, oder? Das sind Bomben, die wirft Ah, er. Die okay. haben Spider-Man auch ganz schön Ärger eingebracht, ja. Jack-o'-lantern-Bomben. Genau. Okay. Und der Jahre später, der Hobgoblin mit der orangenen Kapuze, der hat zufällig eins von den Waffenlager von Green Goblin mal gefunden. Dieser Hobgoblin war ein Millionär und ein Künstler und der hat dann den Original umgebracht, also ihn, und hat dann alles übernommen. Sozusagen. Okay, Der du ist bist dann Millionär, quasi der wurde. Nachfolger geworden. Genau. Okay, alles Und klar. er ist in Wirklichkeit Norman Osborn, ist auch ein ziemlich reicher Typ gewesen. Und sein Sohnemann, der Harry, der ist ein guter Freund vom Spider-Man. So viel zu ein bisschen Hintergrundgeschichte. Die, die es interessiert. Macht es ein bisschen tragisch, ja. Okay, Green Goblin, da haben wir ein paar da.